Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir den Boss Key erhalten und ja, wir wollen heute uns dem Boss stellen. Fragt mich, ich muss nur noch einmal kurz schauen, wo der Boss ist. Es gab ja, ich glaube, 4 Tage kein Zelda mehr. Moment, 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 ich muss einmal kurz schauen. So. Verdammt, nein. So, okay. So. Karte. So. Gab es hier nicht irgendwo eine... Doch, da vorne. Warte. Irgendwo gab es doch eine Abkürzung. Ich weiß doch nicht mehr, wo Meduli ist. Obwohl, diese Dullis können wir einmal kurz platt machen. Eventuell geben die uns wieder diese Ketten. Ja. Ja, nein. Kommst du darauf, Link? Ja, er kommt drauf. Nice. Da ist auch noch so ein Dulli, den holen wir uns auch mal kurz. Und ich habe es noch nicht offscreen geschafft, an den Puzzle weiterzuarbeiten. Ich glaube, es waren 16 oder 18 Puzzles, die wir machen müssen. Und das wollte ich euch einfach ersparen. Ein bisschen lauter kann ich machen. So. So. Genau, hier ist die Abkürzung. Wollen wir auch natürlich einmal hin. Die eine müsste nämlich direkt zum Bossroom führen. Hier ist der eine, okay. Komm, die Dullis haben wir auch mal kurz weg. In der Hoffnung, dass wir wieder so eine Dings bekommen. Aua, das tat weh. Oh ja, da ist eine Kette. Nein. Oh nein. Oder? Nein, hier müssen wir nicht lang. Geradeaus und dann links. Okay. Angeblich kommen wir hier weiter. Nein, leider nicht. Das sah so aus. Ach, verdammt. Wir werden auf jeden Fall am Ende des Parts unseren... lass mich nur. Bei Portemonnaie endlich diese Truhe holen. Weil ich wissen will endlich, was da drin ist. Das hat mich schon die ganzen Tage beschäftigt. So, jetzt sind wir wieder hier im Hauptroom. Und gehen nach unten. Da müsste Meduli auch auf uns warten. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Geradeaus und dann rechts. Okay. Okay, den schieben wir dann noch einmal kurz. Nein, ach, Link. Ja, genau. Greifen und schieben. Boah, seht ihr das Schimmern da auf dem Schild, auf dem Heidia-Schild? Schon epic. So, und jetzt rechts. Hier rechts.
Die Dullis ignorieren wir einfach mal. Zack. Da vorne ist der Bossroom. Das sollten wir aber auch so hinkommen. Ich hoffe, wir schaffen es auch ohne Medoli. Wir haben ja jetzt schon den Boss-Key. Diesmal bin ich... Obwohl, ja. Ach komm, wir versuchen es mal. Gönn dir nochmal eine Heilung. Hier wird bestimmt nicht Fee sein. Wir haben zwar eine, aber dann haben wir zwei. Was? Keine Fee vom Bossroom? Okay, das ist dann das erste Mal. Alles klar. Dann wollen wir mal sehen, wer auf uns wartet. Okay. Irgendwelche Dullis. Sieht ein bisschen aus wie die Maske von Saw. Wie Jigsaw. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall den Spiegel. Den Lichtspiegel. Aua. Nein, Link, was machst du? Muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Okay. Jetzt müsste ich ihn angreifen können. Die Musik finde ich nice. Vielleicht? Der schläft da wie so ein fettes Relaxo. Eispfeile? Kann ich raufklettern? Okay, ich muss ihn werfen. Ah, okay. Verdammt. Ah. Kann ich ihn eigentlich direkt da einfach gegenwerfen? Autsch. Okay. Aber wenn wir das nur dreimal machen müssten, wäre ein bisschen lächerlich. Mindestens fünfmal. Aber selbst dann ist er leicht, also. Aber vielleicht hat er ja noch eine zweite Phase oder so, wer weiß. So, und einmal das vierte Mal. Oder muss ich den bei den Spitzenstacheln werfen? Ich weiß es nicht. Aber es bringt doch was, hoffe ich. Ich kann den ja nicht ohne Grund aufnehmen. Ah, okay. Nee. Ah, okay, wird er denn jedes Mal kleiner oder was? Ah, okay.
Okay, jetzt hat er seine zweite Phase. Ohoho, ja. Link. Danke. Zack. Und rollen. Okay, ich muss ihn neben diese Vieh... Okay, ich muss ihn neben diese Stacheln werfen. Alles klar. Na wir. Einen kriegen wir noch. Okay, weiter geht's. 5 oder 6 sind noch übrig. Oh. So eine Kugel wurde gespawnt. Das freut mich. Die holen wir uns auch. Was? Nein! Ach komm, ernsthaft? Ich habe so einen Fluch auf mir. Nein! Viel Zeit habe ich nicht. Okay. Schleudern wir mal in die Richtung hier. Auf jeden Fall ein merkwürdiger Bossfight. Wenigstens haben sie eine zweite Phase eingebaut. Vielleicht sogar noch eine dritte. Jetzt krallen wir uns den hier. Ein Dulli ist noch übrig. Wenn ich den auch treffen würde. War's das? Okay. Anscheinend schon. Ich freue mich auf jeden Fall, war auf jeden Fall etwas leichter Bossfight. Finde ich schade, aber warum nicht? Ich nehme es an. Holen wir uns erstmal unser verdienten Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer gefunden, damit kriegst du ein Herz mehr. Meduli. Blicke sagen mehr als 1000 Worte. Aber für die Szene hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
Zieht unser Master Sword jetzt auch mehr ab, oder? Durch die Gebete des Terraweisen hat das Master Sword wieder einen Teil seiner alten Stärke zurückgewonnen. Du bist nun einen Schritt davon entfernt, das wahre Master Sword in den Händen zu halten. Tortoise, damit hat... Spricht Medoli oder wer spricht? Tortoise hat... Damit hat das Master Sword aber noch nicht vollständig seine alte Stärke zurückerlangt. Das Böse von Antlitz der Welt zu verbannen. Es bedarf noch des Segen eines weiteren Tempels, nämlich den des Zephyr-Tempels, um es vollständig erwachen zu lassen. Alles klar. Also dann, Tortoise, bitte schreite durch das Licht und finde den Weisen des Zephyr-Tempels. Ich werde hier meine Gebete fortsetzen. Moment, ich mal kurz schauen. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass Medoli... Okay, aber gut. Beeil dich! Tortoise. Komori, bitte kümmere dich um ihn. Natürlich. So, wir gehen jetzt erstmal direkt zu Portemonnaie, weil ich wissen will, was in dieser Truhe ist. Und zwar... Warte, wie ging denn das noch? So, Portemonnaie... Oder warte. Doch, das war Portemonnaie. Und Abfahrt. Entweder dort ist ein Herzteil drin oder eine Schatzkarte. Eins von beiden. Weil was anderes glaube ich nicht. Vielleicht noch eine Flasche. Das könnte sein. Aus glaube ich eher weniger. Und wir haben auch Post. Okay. Ah, ich muss da ja erstmal raufkommen, ne? Aber ich weiß auch schon wie. Holen wir uns aber erstmal schnell die Post ab. Ja, alles gut. Hier, bitteschön. Tag. Habe die Ehre, Chef. Vielen Dank für alles in Posthausen. Seit damals gebe ich ständig mein Bestes. Ah, der Typ. Aber 22 Briefe sind für mich das Äußerste. An dich komme ich einfach nicht heran, Chef. Neulich habe ich von deinem Abenteuer gehört. Mann, war ich beeindruckt. So beeindruckt, dass ich gleich diesen Brief schreiben musste. Ich muss echt sagen, du bist ein Wahnsinnstyp. Was du da machst, da kann man nur alle Hüte dieser Welt vor dir ziehen. Ich würde ja gerne etwas tun, um dir beizustehen, aber ich befürchte, außer diesem Brief zu schreiben, bleibt nicht viel. Darum packe ich zumindest ein paar Durchhalteparolen hier rein. Ich hoffe, die spawnen dich in harten Zeiten ein kleines bisschen an. Hau rein, Chef. Gib nie klein bei, Chef. Du bist der größte Chef. Außerdem habe ich noch etwas von meinem Lohn beigelegt. Viel ist es nicht, aber es gibt immer, aber gib es bitte ohne Reue aus. Bitte sei nachsichtig, dass ich diesen Brief per Nachname geschickt habe, aber ich bin mir sicher, du kannst es dir leisten. Hochachtungsvoll, dein Byte. Oh, 20 Rubine. Die werden wir auf jeden Fall gut ausgeben. Jetzt holen wir uns aber erstmal die Truhe. Na, es ist... Warte, können wir auch so... Moment. Okay, können wir auch so spielen. Weil wir brauchen ja Tageslicht. So, jetzt brauchen wir noch die richtige Windrichtung. Weil ich kenne es noch auswendig, oder? Nee, kann ich nicht mehr, okay. Oben, links, warte. Oben, links, rechts. Und die Facecam ziehe ich mal ein bisschen weiter nach unten.
Nur ein Stück. So. Nee, wir brauchen Südwind, okay. Jawohl. Nein! Nein! Verdammt! Ach komm. Und dann eben im zweiten Versuch. Lass mich durch da, nein. Ah. Die Sonne scheint aber, oder? Mehr oder weniger. Was? Warum komme ich auf einem. Warum komme ich hier nicht an diese Truhe ran? Die war hundertprozentig hier, aber jetzt ist sie irgendwie komischerweise weg. Oder muss richtig die Sonne scheinen? Jetzt ist sie ja bewölkt. Okay, die Truhe ist anscheinend noch da, aber... Ja, ist klar. Moment. Jetzt scheint aber richtig die Sonne. Aber warum komme ich dann nicht an diese blöde Truhe ran? Das ist so lächerlich. Oder muss ich auf dem Boot sein? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Muss ich auch ein bisschen ausprobieren, dann machen wir mit einer Option weiter. Ich weiß, dass es da noch einen Herzteil zum Beispiel gibt. Hier war das Optionshaus. Wir haben jetzt auch genug Rubine. Warum ist der Dulli nicht hier? Ist das nur abends? Okay, dann müssen wir abends wahrscheinlich hingehen. Hey, freut mich, dich begrüßen zu dürfen. Willst du wieder unbedingt an der Aktion teilnehmen? Natürlich. Können wir. Was gibt's dann? Herzteil? Weil letztes Mal hatten wir ja eine Schatzkarte. Seid willkommen. Heute gibt es was Spektakuläres. Und zwar ein 7-Meilen-Segel. Ah, okay. Dann kommen wir schneller voran. Okay. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Warte, war auch nicht irgendwo eine Zeit? Nein, kurz bevor die Zeit abläuft, soll man überbieten, ne? Ah, da oben ist die Zeit. Ich tue mich einmal kurz auf die andere Seite. Ach komm, hier, machen wir mal 150.
Nee, auch nicht. Okay. Wir warten einfach. 37 Sekunden. Nein, ich will nicht. Ja, komm, 259. Facecam kann zurück. Okay, ich dachte nämlich, da unten steht die Zeit oder so, aber falsch gedacht. Ja, na klar. Nach dem Dulli bieten wir nochmal. 22 Sekunden noch. Gott. Verdammt. Jetzt fangen sie nochmal alle an zu bieten, natürlich. Lass ihn nochmal bieten und dann hauen wir nochmal was raus. 12 Sekunden, ist klar. Ja, 269. Hoffentlich hält das auch 12 Sekunden an. Nur für den Fall der Fälle. Okay, haben wir doch anscheinend geschafft. Okay. Nice. Du hast ein 7-Meilen-Segel erhalten. Ein Segel, das durch modernste Technik die Geschwindigkeit des Bootes erhöht. Außerdem wirst du den Wind immer im Rücken haben. Du musst nicht mehr in mühsame Kleinarbeit die Windrichtung stimmen. Kurze Seereisen garantiert. Okay, cool. Okay, dann verlassen wir das einmal. Machen wir dann einen Tag-Nacht-Rhythmus. Rechts, links und unten. Und ein Herzteil gibt es da auch noch. Entschuldigung. Ach Gott. Und rein da. Jawohl. So, es ist lange her. Heute gibt es wieder eine schöne Kostbarkeit. Und zwar ein Herzteil. Okay. Rubine nur. Okay. Wir warten einfach kurz vorm Ende. Verdammt. Das wollte ich gar nicht. Oh, dann bieten wir 81. 90. Ja, natürlich. So, wir warten.
Geht das, das geht automatisch weiter. Ach so, okay. Hört mir jetzt also auf. Ja, jetzt gehen die Preise in die Höhe. Das wäre egal. Schon genug. Wir warten noch kurz. Jetzt holen wir die, jetzt holen wir erst uns. Nein. 355. Nur für den Fall der Fälle. Nice, damit gehört das Herzteil uns. Nice. Haben wir eine Herzleiste dazu bekommen? Warte, wie viele fehlen uns denn noch? Ah, okay, das war wieder ein neues, okay. Also sonst fehlen, glaube ich, noch 3 oder 1. Ich sehe das gerade nicht. Ich glaube 3. Okay, was können wir die letzten 10 Minuten, 15 Minuten denn noch machen? Ich bin gerade am Überlegen. Da ist der Bombenladen. Als ob wir da nicht drunter durchschwimmen können. Das ist so lächerlich. Okay. Ich schaue einmal auf die Karte. Wir können ja mal zum Tempel fahren. Okay, das ist das neue Segel, oder was? Ja, nicht zum Terra-Tempel, zum anderen Tempel. Ach. Vergessen, wer hieß. Da vorne, oder? Ja. Die Zephyr-Insel. Vielleicht werde ich ja noch ein bisschen an der Videobeschreibung arbeiten auf YouTube oder für YouTube und dann gehe ich auch, denke ich, demnächst schlafen. Also ihr könnt euch einstellen, so morgen Mittag kommt dann der nächste Stream. Hier ist der Greifhaken. Nein. Müssten wieder ein Fuffi an Rubin sein, oder?
Jawohl. Bisschen Geld farmen ist immer gut. Ah, okay, so fahre ich also schnell. Richtig schnell, ja, cool. So, wir haben ja jetzt auch die Eisenstiefel, das heißt, wir müssten da eigentlich hinkommen. Zack. Ja, das sieht ganz gut aus. Muss ich eine Bombe reinstecken oder was? Keine Ahnung. Also er visiert mir das auf jeden Fall an, aber muss ich Pfeil und Bogen eventuell verwenden? Feuerpfeil? Nein, okay. Den Bumerang bestimmt auch nicht, oder? Ah, okay. Darfst du gerne wieder ausziehen, Link? Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Hört sich an wie so eine Weihnachtsmusik. Ist aber wieder ein Sechser-Takt, ne? Ja. Du hast die Hymne des C4-Gott erlernt. Sieht aus wie so ein Straßenjunge. Bist du der neue Held? Ich bin Frodo. Vom Volk der Kokiri. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin ein Weiser. Jawohl. Ich habe hier gebetet und gebetet, um den Master Sword die Stärke zu geben, alles Böse von Antelitz der Welt zu verbannen. Aber ich wurde von Ganondorf angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt siehst. Du möchtest dem Schwert wieder zu seiner alten Stärke verhelfen, nicht wahr? Oh ja, das wollen wir. Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der das gleiche Instrument spielt wie ich und das Lied und ihm das Lied von vorhin beibringen. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass ihr das Blut eines Weisen fließt. Der Taktstock, den du dabei hast, wurde früher dazu benutzt, uns Weise zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals hat ihm immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Bitte richte dem König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele, und zwar verborgen hinter den Wolken, ruhend im Blauen des Firmaments. Ich glaube, ich weiß schon, wohin wir müssen. Es gibt nur einer auf der Welt, oder eine Art auf der Welt, die diese Violine, Geige spielt. Das sind diese hinterhältigen Crocs, die gerne mal ihre Spielchen treiben. Vor allen Dingen, wenn es um 900 geht, wie bei Zelda BOTW. Ach. Nein, verdammt. Da können wir uns ja aber hinporten.
Kantopia, jawohl. Karte? Wo ist Tantopia? Nein, wir gehen in die falsche Richtung. Oh Gott. Ja, hier. Oh Gott. Zack. Aber wir müssen auch noch die Sidequests machen mit den Crocs, ne? Und dem Wasser. Ja, ja. Ich hab den Sack hier. Nein! Zack. Was ist das da für eine Melodie? Ist er da drinnen? Nee, das glaube ich nicht. Der ist aber nicht da drinnen, oder? Ich glaube nicht. Aber die Melodie kommt von da drinnen. Weiß ich nicht. Denke ich damit eigentlich? Aber eine schöne Melodie auf jeden Fall. Ich mag die Crocs zwar nicht so, auch wenn sie sehr niedlich sind. Aber es gibt manchmal Momente. Da. So, wir brauchen einmal den Greifhaken. Ah, da komme ich noch nicht an. Einmal nochmal hier rüber. Jawohl. So, das gleiche Prozedere. Nochmal. Zack. Kahum. Jawohl. Ich kann ja nochmal mit dem Baum schnacken oder reden. Ich hilf dir mir weiter. Die Crocs liegen jedes Jahr nach Berge. Nee, der muss da drinnen sein. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Frage ist, wie kriegen wir den da raus? Wie als wenn er eine Unterwasserhöhle oder so ist, ne? Vielleicht hier? Weil die Melodie war auch vorher noch nicht da. Hier ein bisschen Sicht machen. Ja. Eine Bombe tut es wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich könnte eventuell reinfliegen. Ich weiß aber vorher nochmal mit dem. Ach komm, rein theoretisch kann ich das doch vereisen.
Er hat auf einmal aufgehört zu spielen. Bringt mir wenig. Der Boomerang wahrscheinlich auch, oder? Okay, dann versuchen wir reinzufliegen. Warum sind die schon wieder gespawnt? Was brauchen wir für eine Windrichtung? Moment, wir brauchen Südostwind, okay. Oder? Ah, Südwind. Jawohl. Aber das ist mir noch das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Nein, na. Tatsache, es hat geklappt. Oh, werter Freund Tortoise, es ist schön, dich zu sehen, nach so langer Zeit. Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Wie? Was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre es doch langweilig, findest du nicht? Was? Man kann es von draußen überdeutlich hören. Ach so. Ich war mir sicher, das Rauschen des Wasserfalls werde erst übertönen. Ich werde von nun an leiser proben. Aber das ist doch ein Taktstock. Hallo Link, na, alles gut bei dir? Du bist also ein Dirigent, Tortoise? Das ist ja fantastisch. Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren. Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Auswendig weiß ich es nicht mehr, aber wir haben das Ziel für Gottes. Verdammt. Bei mir auch soweit alles ganz gut und freut mich auch, dass bei dir soweit alles supi ist. Was ist das nur für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Oh. Also bei uns gab es nur, haben noch keine, oder ich wüsste zumindest nicht, also bei uns in Hamburg haben bis jetzt noch keine Schulen und Unis, obwohl Unis eventuell, aber ich glaube keine Schulen. Aber sind nicht sowieso gerade Ferien bei uns? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe aber ein bisschen im, wo war denn das? In den USA und in, wo war das denn noch? War das Libanon? Libyen? Keine Ahnung. Da, wo das komplett einmal gesperrt ist. Mein Bruder hat Symptome für den Coronavirus. Oh, dann auf jeden Fall gute Besserung. Aber, erzähl ich gleich zu was. Weiter Freund Tortoise. Dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des C4-Tempels Bewusstsein gerufen. Meine Aufgabe ist es, das Master Sword, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse von Antlitz dieser Welt zu verbannen. Bitte begleite mich zum C4-Tempel, werter Freund Tortoise. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahre in Frieden ruhen kann. Natürlich. Auf geht's! Ist er schon bei uns? Ah, der Krog, geil! Der Krog sitzt vorne drauf. Ah, nice! Und wenn ich Gas gebe, dreht er sich um. Ah, nee, schade. Zum Thema Corona. Es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, ja. Aber meine Meinung dazu... die Medien pushen das total auf. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Natürlich, es sterben Leute dran, aber die Leute sind 60, 70 zum Teil. Oder
da wo Leute halt wenig Medikamente haben. So, ne? Ich weiß nicht, ob du dir das Video von Liv Lloyd angeguckt hast. Ne? Er sagt, er ist auch meiner Meinung, so also im Endeffekt, hier pass auf, vorsichtig ist geboten, ja, aber auch keine Panik. Also, ne? Ach komm, wir porten uns, geht schneller. Solange uns der Krog nicht davon weht. Auf nach Portemonnaie. Hatte nicht auch irgendwie vor ein, zwei Wochen irgendein Ami gesagt, er ist im Flugzeug, also er war im Flugzeug und hat er gesagt, hier pass auf, er hat Corona, einfach nur um seinen YouTube-Channel zu pushen. Der hat jetzt erstmal ein paar hohe Geldstrafen zu erwarten. Also ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das irgendein deutscher Vollidiot machen wird, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und das noch nett ausgedrückt. Wo hat er eigentlich seine Glocken, die... Ich höre die Glocken ja jetzt noch. Der hat doch nirgendwo Glocken. Ach, keine Ahnung. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon sagen, morgen wird es auf jeden Fall Pokémon mehrere Parts Pokémon Rubin High End Gaming geben. Damit wir das Projekt auch endlich mal abschließen. Tortoise, genau wie es mit Medoli der Fall war, verfügt bestimmt auch Makoros über irgendeine besondere Fähigkeit. Aber ob Makoros eventuell ein Vorfahre oder Nachfahre von Maronus ist? Es ist deine Aufgabe, dieses an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig, dann werdet ihr auch die Strapazen des Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Ach, wir machen jetzt gleich mit dem Krog den Tempel oder was? Cool. Genau. So, dann komm. Ah, wie er läuft! Wie so ein Dackel. Ah. Ja. Nice. Kann ich ihn einfrieren? Ach komm, das mache ich nicht. Okay, dann wollen wir mal. Der Sechstakter. Ah, ich muss ja was anderes erst machen. Ach Gott. Nice. Ja, geil. Ich kann als Krog liegen. Ja, ist ja epic. Cool. Okay. Beenden wir das Ganze mal. Noch näher an die Wand, okay. Können wir mal ausprobieren. Verdammt. Also als Dirigent eigne ich mich auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Aber die Geige finde ich besser. Oder Violine? Hey, Violine ist doch, glaube ich, kleiner. Oder? Der C4-Tempel.
Und der Krog geht natürlich als erstes nach. Ja, vor. Dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.